Le Mans ist schon ein besonderes Rennen in allem. Das heißt, dort fahren eben Fahrzeuge. Das macht es auch besonders schwierig, gefährlich und wo man wahnsinnig aufpassen muss, dass verschiedene Kategorien fahren. Also von diesen Fahrzeugen sind die schnellsten laufen. Also wir sind ja mit dem Langheck im Training, sind wir ja mit dem auf der Geraden im Training 384 Stundenkilometer gefahren. Haben dann aber reduziert natürlich auf, weil man ja 24 Stunden fahren will, das Getriebe, auf, das war auf 305, aber 350 sind wir auf der Geraden gefahren. Und jetzt gibt es Kategorien bei dem gleichen Rennen gleichzeitig, wo eben die Fahrzeuge nur 250, 260, also 100 Kilometer Differenz. Und das ist das, was so gefährlich ist. Das merkt man auch heute bei Autobahn. Wenn einer mit 50 Kilometer Differenz ist, ist das schon unglaublich viel. Aber bei 100 ist das drastisch. Das heißt, im Tag geht es noch, weil da sieht man ja, was ist für ein Fahrzeug, wo ordnet der sich ein vor der Kurve. Aber im Nebel oder bei Nacht oder im Regen ist es wahnsinnig schwierig. Es gibt kein Rennen, wo man auf diese Sachen so achten muss wie Le Mans. Mein erster Einsatz war ja 1953 mit einem Porsche, mit dem 550 Spyder, wo ich die Klasse gewinnen konnte. Das war der erste Einsatz für mich, für ein Werk. Und 1970 war es der erste Gesamtsieg, was natürlich wahnsinnig wichtig war. Und gleichzeitig habe ich damit meine Rennfahrerkarriere beendet. Das war mein letztes Rennen. Durch das, weil ich ja 69 so knapp verloren habe, als Zweiter mit 1,5 Sekunden, hat meine Frau beim Wegfahren, als ich wegfuhr, zu Hause Richtung Le Mans zum Training, hat sie gesagt, Hans, wenn du jetzt gewinnst, hörst du dann auf? Und habe ich spontan ja gesagt. Und ich habe gewonnen, muss ja mein Wort halten. Damit war das das letzte Rennen. Es war das 1970. Ich glaube, wir haben so oft Reifenwechsel wie bei diesem Rennen nie anders gehabt. Das heißt, wir mussten uns immer an die Situation, an die Gegebenheiten der Witterung anpassen. Da war mal viel Regen, dann den Reifen, dann wenig Regen, dann nass, dann trocken. Also es war ein wahnsinnig schwieriges Rennen, auch jetzt von der Box her gesehen, von den Arbeiten, dass alles funktioniert. Ja, wir sind ja damals, die Rennen, es waren damals ja nur zwei Fahrer, heute fahren die ja, glaube ich, zu dritt, zum Teil sogar zu viert. Und mein Co-Pilot ist ja Richie Edwood, der ja auch hier ist. Und wir haben also, da ich ja, ich glaube, 13 Rennen fuhr ich in Le Mans schon, also er hat richtig viel Erfahrung und habe auch auf ihn eingewirkt vor dem Start, dass wir die ersten 3 bis 4 Stunden uns zurückhalten, also nicht an der Spitze mitmachen müssen, sondern einfach aus Erfahrung her war mir klar, wir müssen auf alles aufpassen, aufs Getriebe, auf Bremsen, auf den Motor, die Drehzahl, denn wir wollen ja 24 Stunden fahren und möglichst natürlich auch gewinnen. Am Anfang war ja der 917er ein unglaublich schwierig zu fahrendes Fahrzeug. Wir hatten also wahnsinnige Probleme, das Fahrzeug auf der Straße zu halten. Es fuhr ja mit uns, nicht wir mit dem Auto. Und wir hatten dann am Anfang, wir dachten immer, es liegt am Fahrwerk, hatten also die Federn, die Dämpfer, Stabilisator. Wir haben alles, was mit dem Fahrwerk im Zusammenhang hing, geändert und sind nicht weitergekommen, bis wir drauf kamen, es liegt an der Aerodynamik. Und dann haben wir an der Aerodynamik mit Spoiler und Ähnlichem dann gearbeitet und haben dann diesen 917 zu einem unglaublich sicheren, trotzdem er so schnell war, zu einem siegreichen Fahrzeug gebracht. Das ist die Kontinuität, diese Strebsamkeit, die Zuverlässigkeit. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht jetzt nur einmal schnell ist, sondern dass man das auf lange Distanz und auf über lange Jahre halten kann. Und da hoffe ich jetzt eben, gibt es den Anschluss 2014, dass das also so wieder weitergeht. Le Mans ist etwas Spezielles, weil man ganz lang konzentrieren muss und ein gutes Auto haben. Ja, ich habe 6-mal Porsche gefahren. Und einmal ausgefallen, weil David Piper einen Fahrfehler gemacht hat. Aber Porsche hat nie einen Fehler gemacht. Wir sind immer angekommen. Nur einmal haben wir Getriebeschaden gehabt, in 1974 mit der RSR Turbo. Und dann sind wir immer noch Zweiter geworden.
und die letzten 5 Stunden nur im 4. Gang gefahren, weil der Rest war weg. Das Spezielle ist, dass man kann unheimlich schnell fahren. So, Le Mans ist nicht für ältere Leute, weil die haben das früher mal gesagt. Das ist eigentlich schon ganz lange ein Sprintrennen. Man muss nur schön sein für die Getriebe. Auf die Touren ganz genau behalten, 8200, weil die Reifen kann man wechseln, wenn man früher, weil der Tanke hat 1 Minute gedauert bei jeder, weil die gleiche Füllung war, und dann darf man auch noch zwischendurch die Reifen machen. Jetzt muss man alles hintereinander machen, ist wieder anders, aber damals haben wir immer eine Zeit gehabt. So. Und was ich immer sage, wenn man nett ist für das Auto, ist das Auto auch nett für dich. Man glaubt es nicht damals, dass es so ganz sehr professionell war. Aber es war es. Aber wenn man die Leute so anschaut, und die Motormänner und die Getriebemänner und alles zusammen, denke ich, ja, prima Leute, aber das sieht so nicht so aus. Aber so denke ich immer. Aber qualitativ das Allerbeste, was es gibt. Darum hat Porsche auch über 30.000 Mal gewonnen. Und mit der Karriere haben die schon über 20.000 Mal gewonnen. Es ist immer wieder schön, um wieder reinzusitzen. Dann denke ich, ja, das passt immer noch genau. Und dann, aber ja, jetzt ist die Kondition nicht mehr so ganz in Ordnung. Aber vor ein paar kurze, ich kann auch noch ein bisschen schneller fahren, wenn es jetzt trocken wäre. Aber dann fängt man schon an zu schwitzen. Ich denke, dass es sehr gut ist für die Firma und sehr gut für Porsche, dass die wieder die Chance haben zu gewinnen. Und ich mach mein Geld drauf. Ich bin dreimal 1968, 69 und 70 mitgefahren. Und das war einfach das faszinierendste Rennen. Nicht nur allein von der Dauer her von 24 Stunden, da gab es ja auch noch Daytona, aber es war halt einfach zu der Zeit das Rennen. Was in Le Mans dazu kam, war die Höchstgeschwindigkeit. Und wir sollten doch mit dem 917 dann schon fast 400 fahren, und das war also für die Zeit recht viel. Es wurden dann nicht ganz 400, und mit dem 908 sind wir zwischen 320 und 340 gefahren, und das ist mir sonst auf keiner anderen Rennstrecke gefahren. Aber nach ein paar Runden war auch das an und für sich, hat man sich auch daran gewöhnt. Das schönste Erlebnis für mich war, nach dreimal oder beim dritten Mal das Rennen wirklich zu beenden und dabei zu sein, wie Porsche den ersten Gesamtsieg gemacht hat und da unter den ersten drei zu sein, wie ich war mit dem Helmut Marko Dritter, haben den Prototypenwertung gewonnen und den Indexsieg. Und das war das wirklich das Erlebnis von Le Mans für mich. Einfach die Qualität, die Zuverlässigkeit. Die Autos waren einfach so gut vorbereitet, dass man schon eine sehr große Chance hatte, das Rennen zu beenden. Absolut, drücke ich den Daumen, und die Erwartung, ja, ist schon da, aber es wird sehr, sehr spannend. Ich bin also neugierig, und wir haben schon jetzt mit ein paar anderen Kollegen gesagt, wir möchten auch hingehen, möchten das noch einmal erleben. Ich war nicht mehr dort seit 1970 und möchte mir das wieder mal anschauen, wenn Porsche jetzt auch wieder fährt. Die Faszination ist, auf der einen Seite schnell fahren zu müssen, auf der anderen Seite das Auto auch die ganzen 24 Stunden, nach 24 Stunden wieder ins Ziel zu bringen. Und das ist eine Abwägung zwischen forcieren und sorgfältig mit dem Gerät umzugehen. Ich durfte 9-mal Le Mans fahren, mitfahren, und das ist für mich natürlich eine große Ehre gewesen, vor allem für Porsche, für das Werk auch Einsätze zu fahren. Es war eine wunderschöne Zeit, und ich möchte das einfach nicht missen. Das schärfste Gerät, das ich bewegen durfte in meinem Leben, das Auto hat ja bekanntlich über 1000 PS, war relativ schwierig zu fahren. Unser Handicap war einfach der große Verbrauch. Wir müssen alle 35 Minuten an die Box zum Sprit holen, damit wir nicht stehen bleiben.
aber es war ein ganz fantastisches Auto. Das ist, glaube ich, auch eine Sache der ganzen Crew, der ganzen Philosophie von Porsche. Also man hat uns eingetrichtert, man muss nicht in der ersten Runde schon Spitzenrundenzeiten fahren und vorne sein, man sollte am Schluss vorne sein, das war wichtig. Das war auch das Schöne, dass man wusste, in der Rennerei hat man auch etwas für die Serie getan, also man hat getestet, man hat neue Sachen probiert, die dann auch in die normalen Autos geflossen sind. Ich bin ein Langstreckenfahrer und fahre auch gerne Rallyes und deshalb, je länger das Rennen, desto besser. Und Le Mans ist halt noch der Challenge dazu, dass man sehr, sehr schnell auf der Geraden fährt und der Rundendurchschnitt sehr hoch liegt. Und für einen Fahrer, für mich speziell, ist es natürlich ein Challenge, da sehr schnell 24 Stunden zu fahren. Bei dem Auto ist es das Wichtigste, oder die wichtigste Story ist eigentlich die ganze Story vom Rennen. Und die fängt damit an, dass in der dritten Runde schon das Auto kaputt ging oder Anfang der ersten Stunde das Auto kaputt ging mit kaputter Einspritzpumpe. Wir mussten die Einspritzpumpe wechseln und kurz danach, nachdem die gewechselt war, fiel der Drehzahlmesser aus. Und ein Drehzahlmesser durch das Kabel, war ja mit einem Bautenzug, ließ sich nicht wechseln. Also mussten wir die 24 Stunden ohne Drehzahlmesser fahren, nur nach Gehör. Und das sollte, glaube ich, mal jemand anders nachmachen. Wenn man Le Mans gewinnt, ist es auf jeden Fall ein Highlight. Und ich bin ja 14 Mal Le Mans gefahren und 14 Mal ans Ziel gekommen, unter den ersten 10. Und das ist eigentlich alles ein Highlight immer gewesen. Aber natürlich, der Gewinn ist schon die Krönung der ganzen Sache. Das Geheimrezept von Porsche ist eigentlich liegt in den Genen, dass man von Anfang an immer auf das zurückgekommen ist, was man das Jahr vorher gemacht hat. Und auch aus der Erfahrung gelernt hat und die Fehler aus der Vergangenheit nicht nochmal gemacht hat. Und das ist, glaube ich, das A und O der Erfolge von Porsche. Die Le Mans-Zeit hat sich ja im Verhältnis ziemlich geändert zu früher, wo ich noch gefahren bin, weil wir sind damals zu zweit gefahren, meistens im Auto, weil die Technik noch nicht so belastbar war, wie es heute ist. Und heute ist ja Le Mans fast schon ein Sprintrennen geworden. Wir mussten damals, speziell hier mit dem Auto, mussten wir auf der Geraden noch zweimal das Gas lupfen, weil man musste den Motor innerlich kühlen. Und das ist heute nicht mehr denkbar. Aber damals musste man es machen und man fuhr damals diese Rennen zu zweit und nicht zu viert. Ich glaube, dass das, was da angelangt wird, wirklich die Zukunft auch von der Serie im normalen Straßenauto sein wird. Diese ganze Hybridtechnik mit Rückgewinnung, Energierückgewinnung und weniger Verbrauch, das ist die Zukunft. Es ist ein riesen Challenge. Am liebsten würde man selber dabei sein. Ich habe schon angeboten, zumal ich früher immer wenig Benzin verbraucht habe, ob sie nicht noch einen Fahrer brauchen. Mal warten, ob dein Angebot zurückkommt. Das ist einmal die 24 Stunden, dass es also ja, zweimal um die Uhr geht, die Länge des Rennens. Und durch den Abschnitt Samstag, Tag, Nacht und wieder Tag kommt es dann einem vor, wenn man geht ja normalerweise nicht schlafen, als ob es fast 3 Tage wären. Aber einfach die Länge des Rennens macht es aus. Und die Tatsache, dass in diesen 24 Stunden alle möglichen Dinge passieren können, hält einem sozusagen von Runde zu Runde in Spannung. Die schönen Momente waren also mit diesem Auto 82, wo wir diesen Dreifachsieg heimgefahren haben mit einem komplett neu entwickelten Auto. Wir hatten ja auch eine riesige Herausforderung. Wir haben ja hier mit dem Chassis die Tradition des Hauses gebrochen, von dem weg vom Rohrrahmen zum Monocoque und so weiter. Das haben wir uns alles mehr oder weniger selber erarbeiten müssen. Und von der Geburtsstunde bis zum ersten Einsatz, 9 Monate, war schon nicht so schlecht. Und dann der Erfolg. Wenn man zum Beispiel den Turbolader sieht, der kam dann relativ schnell, nachdem wir in Le Mans 74 gefahren sind, kommt dann sehr schnell in Serie. Ja, und auch diese ganzen, zum Beispiel die aerodynamischen Hilfsmittel, dieser Entenbürzel, der dann mal irgendwo im Motorsport tätig wurde, der kam dann auch. Heute ist jeder Elfer mit einem Heckspoiler, kann man sich gar nicht mehr anders vorstellen. Damals war es ein Riesenschritt. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt war, dass Porsche immer in Le Mans dabei war. Egal, ob sich das Reglement geändert hat oder nicht, Porsche war eigentlich immer da.
Ja, das war 1917, wenn Sie sehen, dann hat sich das 1917-Reglement, die 5 Liter waren dann nicht mehr erlaubt. Dann gab es diese Sportprototypen, das war der 936, Porsche hat sich da dran beteiligt. Dann kam die Gruppe C, wenn Sie so wollen, das ist dieser hier. Ja. Wieder eine neue Herausforderung, Porsche hat sich daran beteiligt, hat ein Auto gebaut und so weiter. Ja? Oder dann die GT bis hin zu dieser GT1-Geschichte. Ja? Also es gab immer wieder neue Herausforderungen und Porsche war immer präsent und hat sich entsprechend angepasst und ein Auto gebaut. Ich finde es hervorragend, dass Porsche sowas organisiert und dass es die alten Leute aus der Rente holt und dass die sich sozusagen ihre Arbeiten von früher anschauen können. Die Autos schauen ja heute schöner aus wie früher. Und es ist sehr schön und auch die Fahrer, die Alten, die noch da sind. Also ist schon ein bemerkenswerter Tag, muss man sagen. Also Le Mans ist ein ganz spezielles Rennen. Ich habe alle großen Rennen in der Welt gesehen, sagen wir mal das Indy 500 oder auch Grand Prix von Monaco. Vom Erlebniswert und der ganzen Atmosphäre ist Le Mans einmalig. Ich war so oft dort und habe mir oft Gedanken gemacht, wieso ist das eigentlich so? Und ich glaube, es hängt damit zusammen, diese Sarthe, diese Region, wo Le Mans liegt, ist das ganze Jahr über geprägt von Langsamkeit, fast Lethargie. Dort fahren die Bauern rum, im Velo Solex, hinten Spaghetti drauf und die Baskenmütze auf. Und einmal im Jahr kommen die schnellsten Rennsportwagen der Welt. Kommt Tempo, Gefahr, Risiko. Und das prallt irgendwie aufeinander. Das ist, zumal ja auch ein Teil der Strecke eine normale Verkehrsstraße ist. Das alles zusammen ergibt eine Mischung, die wirklich ganz einfach ist. 24-Stunden-Rennen mit so schnellen Autos zu fahren, ist eigentlich ein Blödsinn. Also das passt nicht zusammen. Es ist extrem schwierig für das Material und auch für die Leute. Und in der alten Zeit war es noch viel schlimmer, da war das technische Reglement frei, die Drehzahl war frei, der Ladedruck war frei, man hat die Dinge also aufgeblasen, soweit es ging. Und die über 24 Stunden am Leben zu halten, war schwer. Auch vom Getriebe her, wir haben ja nur durch die Kulisse geschaltet. Und Rennfahrer haben so eine Tendenz, die kuppeln ganz flüchtig und reißen durch. Und dann kratzt du und nach 16 Stunden kratzt der dritte Gang, nach 19 geht er verloren und dann hast du eine lange Reparaturpause. Also das sind alles Dinge, die das Rennen so schwierig machen. Die Verbindung Motorsport und Serienentwicklung ist in der Autoindustrie eng und bei Porsche ganz besonders eng. Wir sind ja immer mit quasi Ablegern unseres Serienmotors gefahren, mit diesem Sechszylinder-Boxermotor, mit dem flachen Motor. Das hat uns geholfen. Der Motor ist sehr schwingungsarm, er vibriert nicht. Deshalb, das hat auch zur großen Zuverlässigkeit beigetragen und das hat man kultiviert auf beiden Seiten. Das liegt ein bisschen an der deutschen Mentalität und noch mehr an der schwäbischen Mentalität. Die ist geprägt durch Perfektionismus, fehlerfreies Arbeiten. Wir haben ja gesagt, der Rennsport erfordert den Null-Fehler-Job. Keiner darf einen Fehler machen. Das beginnt bei dem Mechaniker, der den Motor montiert für Le Mans. Das Anzugsmoment der Schrauben vom Zylinderkopf. Da fängt es an und das zieht sich durch den ganzen Einsatz. Es ist wunderbar, diese Autos nochmal zu sehen, sie auch zu hören. Und was die Kollegen betrifft und die Mannschaft, also wir hatten eine Mannschaft sehr gleichgeschalteter Leute. Sie waren exzellent in ihrem Job und sie waren persönlich sehr bescheiden. Und das bestätigt sich hier wieder. Das sind prima Kerle, viel Gemeinsinn, man versteht sich und das macht Spaß, die wiederzusehen. Der gravierendste Unterschied zu Le Mans damals und heute ist die Bedienung der Fahrzeuge. Damals, wir hatten Zeit. Wir haben eher gebremst, weil die Bremsen so waren. Wir mussten durch die Kulisse runterschalten. Also das hat sich erstreckt über viele Sekunden. Heute hat sich das in einer Weise komprimiert. Alles hat sich zusammen. Sie bremsen ganz spät, die schalten mit Bam, Bam, Bam sind die Gänge drin. Also heute für den Fahrer ist der Stress, dass er in ganz kurzer Zeit, in einer komprimierten, im Zeitraffer alles erledigen muss. Damals hat sich das zeitlich entspannt. War eine ganz andere Geschichte von der Anforderung an den Fahrer. Ich freue mich sehr, dass Sie gehen. Das ist mutig, das ist teuer, aber meines Erachtens ist es auch notwendig. Toll, ich freue mich drauf und es ist schwierig. Aber die haben was drauf. Sie werden vielleicht nicht gleich gewinnen, aber die werden wiederkommen.
Die Faszination Le Mans ist einfach der Mix aus einfach Teamgeist, Strategie, Technik und einfach so 24-Stunden-Rennen ist so lang und das ist die Faszination, das ganze Umfeld und einfach auch für einen Hersteller hochinteressant ist, einfach Technologie und eben Dauerhaltbarkeit zu beweisen. Porsche, glaube ich, Porsche hat einfach Tradition im Langstreckenbereich, ist der erfolgreichste Hersteller mit den 16 Siegen. Aber man darf nicht vergessen, der letzte Sieg war 1998 und von dem hat es enorme Bedeutung, einfach aus der Tradition raus. Und Porsche ist einfach irgendwo steht für den Langstreckensport. Und deshalb die Rückkehr 2014 in den LMP1-Kategorie. Die letzten zwei Jahre das Fahrzeug entwickelt haben. Anfang Juni war dann der Rollout und inzwischen sind wir im Monat zweimal bei Testfahrten unterwegs in Frankreich, in Spanien, in Deutschland und so geht es auch bis, ich sage mal, bis zum Beginn 2014 weiter. Le Mans ist Faszination pur, ist quasi schon ein magischer Ort, wenn man ins Fahrerlager läuft, eine Woche vorher schon merkt man das, dass Le Mans einfach was Besonderes ist im Langstreckenkalender. Es ist Wimbledon des Motorsports, meiner Meinung nach, einfach weil der ganze Fokus drauf liegt auf dem einen Rennen und es ist ein ganz besonderes Rennen. Und ich hatte die Ehre 2010 das Rennen auch gesamt zu gewinnen schon mal und habe dann gespürt, also die volle, wie soll ich sagen, die volle Magie des Rennens habe ich danach gespürt und die Aufmerksamkeit, die man dann dort bekommt. Und dieses Jahr war es die 90. Auflage der 24 Stunden vom Le Mans. Das zeigt einfach, wie lange das Rennen schon gibt. Die Strecke macht natürlich auch einen Teil der Faszination aus, weil es eben eine normale Rennstrecke, eine abgesperrte Rennstrecke mit einer Landstraße verbindet, was es eben zur heutigen Zeit gar nicht mehr gibt. Das war früher das eigentlich gang und gäbe in den 50er, 60er, 70er Jahren. Mittlerweile gibt es nur noch abgesperrte Rennstrecken, außer Le Mans. Deswegen ist das auch ein Teil der Faszination, dass es ausmacht, dass man über normale Landstraßen fährt, wo einen Tag vorher und einen Tag später dann wieder 40 Tonner oder LKWs oder normale Autos rüberfahren. Das merkt man auch, weil die Straße zum Teil ausgefahren ist und man dann schon auch mit den reinrassigen Rennwagen dann auch eine spezielle Linie, auch besonders im Regen fahren muss. Also das ist ein Teil der Faszination, auch dass die Strecke extrem lang ist mit 13,6 Kilometer und natürlich dann am Ende der Strecke die berühmten Porsche-Kurven, die das sind 6 Kurven hintereinander und alle ungefähr zwischen 200 und 250 km/h und das ist schon fast wie Achterbahnfahren. Ich bin jetzt schon 7-mal in Le Mans gestartet. Mein erstes Le Mans 2002 war damals in der GT-Klasse für ein Porsche-Kundenteam aus Amerika. Und da habe ich direkt die GT-Klasse gewonnen. Das war eigentlich so bis jetzt also mit der schönste Le Mans-Moment auf jeden Fall. Weil ich bin damals als 21-jähriger Junge hingekommen, habe Le Mans nur aus dem Fernsehen gekannt und aus Büchern. Und dann direkt hinzukommen und da mal direkt die Klasse zu gewinnen, was damals schon ein Riesenerfolg war für einen 21-jährigen Jungen, das war schon was ganz Besonderes. Ja, die Ehre gehabt, das Rollout zu fahren für das Auto, für den neuen Porsche LMP1 Rennwagen und es war auch ein sehr schöner Moment, aber wir stecken jetzt mitten im Testbetrieb drin, testen jetzt ungefähr ja alle zwei Wochen, also zwei Tests pro Monat ist der Plan und liegen ganz gut im Plan, aber es ist natürlich auch noch viel Arbeit vor uns, weil wir auch mit einem weißen Blatt Papier angefangen haben und noch eine ganz neue Crew sich darum aufbaut, aber man merkt jetzt schon ein besonderes Spirit in der Crew, weil man einfach weiß, was Porsche bisher an Erfolgen hatte in Le Mans und Porsche und Le Mans sind eigentlich fast unzertrennbar. Ich denke, es ist beides, weil auf der einen Seite wissen wir, dass das Porsche eine riesen Le Mans-Historie hat. Porsche ist der Rekordsieger in Le Mans und wir wissen, dass auch alle Porsche-Enthusiasten weltweit genau drauf schauen werden, wie wir uns im Juni 2014 anstellen. Also es ist eine enorme Herausforderung und auch ein gewisser Druck. Auf der anderen Seite, so nehme ich es, sport mich das persönlich an und treibt mich auch zu einer Höchstleistung, einfach zu wissen, dass ich da top performen muss. Es ist schön, hier verschiedene Fahrzeuge auch fahren zu können, auch mit verschiedenen Entwicklungsstufen, also angefangen von dem 917, der Anfang der 70er Jahre gebaut wurde, bis zum 962, der Ende der 80er Jahre dann, sag mal, seinen Höhepunkt hatte und das ist, sag mal, die Spanne dann an Entwicklung dann auch mal zu erfahren, also nicht nur zu lesen, sondern auch wirklich zu erfahren, das ist ganz interessant und also einige Autos haben mich heute wirklich auch beeindruckt, wie modern sie zum Teil waren, vom Fahrverhalten her, aber auch zum Teil jetzt wie der neuen 35 Moby Dick, wie schwer die Kupplung oder wie schwer das Schalten ging und das war, denke ich, war schon mit Sicherheit ein Kraftakt, das über 24 Stunden zu machen.